Shopping bei Paper Plus Design vom 12. bis 17. März. 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf. Unser Sortiment bietet Ihnen eine riesige Auswahl an Servietten und weiteren geschmackvollen Tischaccessoires für das Osterfest. Lassen Sie sich vor Ort von unseren Dekorationsideen inspirieren und erleben Sie unsere ganze Produktvielfalt. Auf rund 200 Quadratmetern präsentieren wir Ihnen neben bedruckten und geprägten Servietten auch Tischdecken, Tischläufer sowie Kerzen und neue Glasprodukte. Für eine individuelle Beratung steht Ihnen unser Personal gern zur Verfügung. Paper Plus Design an der Heinzebank 15 in Wolkenstein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MEF Kompakt, dem Sendeformat hier im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Informationen zu den Veranstaltungen und Ausflugsmöglichkeiten für die kommende Woche hier in unserem Sendegebiet. Ich freue mich, dass Sie wieder pünktlich mit dabei sind und eingeschaltet haben. Gleich zu Beginn starten wir mit Kunst, denn am 17. März und bis zum 26. August stellt Karin Thompson in der Galerie Die Hütte im Marienberger Ortsteil Poversau ihre Kunstwerke unter dem Thema Malen ist meine Passion aus. In diesem Fall wird es ganz deutlich. Künstlerische Begabung kann einem auch schon in die Wiege gelegt werden und lassen einen dann irgendwie nicht mehr los. In der familiären Künstlerwerkstatt fühlte sie sich gut aufgehoben. Dennoch entschied sie sich bei ihrer Berufswahl für die Arbeit in der Vermessungstechnik. In jener Zeit rückte die Malerei in den Hintergrund und nach einer schweren Krankheit fand sie dann zurück zur Malerei. Diese gab ihr neue Kraft und bereitete ihr Spaß. Seit nunmehr 25 Jahren widmet sich Karin Thompson den künstlerischen Gestaltungen. Ideen für ihre Werke entstehen ganz spontan im Kopf. Mit Pinsel und Spachtel oder auch mit den eigenen Händen werden diese Ideen und Gedanken auf die Leinwand gebracht. Am liebsten malt sie mit Ölfarben, weil diese sich farblich so gut abstimmen und verwischen lassen und weil sie so wunderbar leuchten. Ihre Bilder sind der modernen Kunst zuzuordnen, beeinflusst durch Tendenzen des privaten Lebens. Ja, probiert wird, was gefällt, im Stil der Pop-Art, der afrikanischen Kunst und des Surrealismus. In letzter Zeit entstanden neue großformatige und gegenständliche Bilder, die sie in unterschiedlichsten Schaffensperioden herstellte. Zuletzt ließ sie sich von der Farbe Lila inspirieren. Durch ihre Hände entstehen aber auch keramische Arbeiten und dabei experimentiert sie gern mit verschiedensten Materialien und Brenntechniken. Dass sie immer mal wieder Veränderung braucht, beweist sie nicht nur in der Kunst. Denn derzeit gestaltet sie ihre kleine Galerie Kunst an der Grenze um. Auch ihr Garten ist gerade im Frühjahr und Sommer eine Augenweide. Holen Sie sich in dieser Ausstellung mal ein Auge und nach telefonischer Abstimmung können Sie gern auch die Galerie und den Garten besichtigen. Zuallererst sollten Sie sich aber mal Ihre Ausstellung ansehen. Um musikalische Klänge aus Gotteshäusern geht es nun, denn Kirchenmusik ist schon was ganz Besonderes und immer wieder schön anzuhören. Eine Form der Kirchenmusik ist mehr oder weniger zu uns rübergeschwappt, wenn man das so formulieren darf, nämlich der Gospelgesang. Spirituell und stimmgewaltig freut man sich, sie zum Gottesdienst in der St. Martinskirche in Zschopau am 23. März von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr zu begrüßen. Es musiziert an diesem Abend Jonathan Leisner und Band. Ein Ohrenschmaus, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Die Gesamtkirchgemeinde Seifen lädt am Samstag, den 17. März um 17 Uhr ganz herzlich zu einer besonderen Passionsmusik in die Bergkirche Seifen ein. Zwei Wochen vor Karfreitag und Ostern erklingen von Josef Haydn die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze und das in der Fassung fürs Streichquartett. Dem Werk liegen die in den Evangelien überlieferten letzten Worte Jesu zugrunde, die in dem Konzert auch gelesen werden. Dazwischen erklingen dann die Meditationen, die Haydn für den Karfreitag im Jahr 1787 komponiert hat. Zu Gast ist das Leander-Quartett, das von den Leipziger Musikerinnen Dorothee Wietz, Claudia Stange, Elisabeth Spree und Dorit Städtler 2012 gegründet wurde.
Apropos Ostern. Ja, das nächste Fest und die Feiertage nahen mit großen Schritten und oftmals wird dann zauberhaft dekoriert mit bunten Ostereiern, Ostergras, Blumen und allem, was das Herz begehrt und irgendwie nach Ostern aussieht. Der eine hat die Deko schon da, der andere möchte noch etwas Neues besorgen und wieder andere setzen auf Kreativität und Selbstgebasteltes. Und hier sind der Fantasie ja kaum bis eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Ein Häschen hier, ein Sträußchen da, passende Tischdeko, ein buntes Ostereiernest dort. Aber was ist eigentlich mit Türschmuck und Fensterdeko? Klar, kann man alles kaufen, aber selbstgemacht ist doch manchmal viel schöner und persönlicher. Und da kommt nun der folgende Kurs in der Balderfüller in Marienberg ins Spiel. Natur pur heißt der Floristikkurs am 20. März in der Zeit von 18 bis 20 Uhr. Tür- und Fensterschmuck zum Osterfest. Es kann also losgehen. Die Sonne, die strahlt, die Vögel zwitschern, Moos, Buchsbaumzweige, Perlhuhnfedern, Wachteleier und viele kreative Ideen zaubern die Vorfreude auf das bevorstehende Osterfest in ihr Heim. Und unter fachkundiger Leitung von Beate Koch können Sie hier Ihre Fantasie freien Lauf lassen und basteln, was das Zeug hält. Eine Anmeldung zu diesem Kurs ist allerdings erforderlich. Also nix wie ran an die Strippe und anmelden unter 03735 22 045. Ja, und das war es auch schon wieder von unserer Seite. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind und sich darüber informieren lassen möchten, was es alles zu erleben, zu entdecken und zu bestaunen gibt hier in unserem Sendegebiet. Und für alle, die zu spät dran waren oder unterwegs sind, alle Sendeformate und Sendungen wie dem MEF-Wochenrückblick und den tagesaktuellen Nachrichten in Megional sehen Sie mehrfach täglich zu den gewohnten Sendezeiten und diese finden Sie natürlich auch unter anderem online auf www.mef-lein.de und in der Mediathek auf unserer Homepage sehen Sie auch vollkommen Sendezeiten unabhängig und von überall und unterwegs aus, ebenso wie auf Facebook und YouTube, alle Sendungen noch einmal. Ich hoffe, wir waren Ihnen mit dieser Ausgabe von MEF Kompakt auch dieses Mal eine Hilfe für Ihre Freizeitplanung und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und egal, was auch immer Sie tun, wir wünschen Ihnen mächtig viel Spaß dabei. Shopping bei Paper Plus Design vom 12. bis 17. März. 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf. Unser Sortiment bietet Ihnen eine riesige Auswahl an Servietten und weiteren geschmackvollen Tischaccessoires für das Osterfest. Lassen Sie sich vor Ort von unseren Dekorationsideen inspirieren und erleben Sie unsere ganze Produktvielfalt. Auf rund 200 Quadratmetern präsentieren wir Ihnen neben bedruckten und geprägten Servietten auch Tischdecken, Tischläufer sowie Kerzen und neue Glasprodukte. Für eine individuelle Beratung steht Ihnen unser Personal gern zur Verfügung. Paper Plus Design an der Heinzebank 15 in Wolkenstein.